Wie groß das ist? Wow, okay, das upgraden wir aber sofort. Hallo alle zusammen, ich bin's mal wieder, euer Lega und herzlich willkommen zu Turmoil. Die letzte Folge ist ja schon ein wenig her. Asche auf mein Haupt, aber ich wollte doch ganz gerne diese Let's Play-Reihe hier zu Ende stellen und deswegen würde ich meinen, volle Kraft voraus. Schauen wir uns erstmal an, wie weit wir sind. Also, wir haben $53.000. Wir sind weit voraus zu den anderen, auch in Sachen Upgrades, so wie mir scheint. Yep, eindeutig. Und wir sind letzte Folge gerade in der Wüste angekommen und jetzt schauen wir mal, was wir mit unserem schönen Geld noch alles kaufen können. Brauchen wir eine größere Herde? 25. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde ganz gerne lieber erstmal auf Speed gehen, aber schauen wir mal, was wir sonst in so einer Factory haben. Größere Rohre. Preis geht nicht unter 61 Cent. Na, ganz bestimmt nicht. Niedrige Zinsen zahlen mir etwas Geld und reduziere die Zinssätze des nächsten Jahres um 60%. Nee, ich glaube. Obwohl, würde sich das lohnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Gott, das ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber ich würde ganz gerne wieder auf Silos gehen. Das ist eigentlich mal meine liebste Taktik. Und Maulwurf haben wir schon geholt. Dann würde ich meinen, holen wir uns noch die Verzweigung. Dann sparen wir uns ein paar Bohrtürme. Okay, dann würde ich meinen, gehen wir jetzt in die Stadthalle und bieten mal auf unser Land. Was sieht denn hier ganz gut aus? Hier haben wir 39er, 56er. Puh. Ich würde fast, oh, das ist wirklich schwer. Hier hingehen, hier hingehen? Ich gehe jetzt mal hier auf den Totenkopf. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, das habe ich auch überlegt. Ich muss sagen, alle, ja, man sieht schon daran, dass sich alle so ein bisschen uneins sind. Keiner bietet gegen einen anderen. Es gibt nicht so einen richtig geilen Spot. Ich meine, hier oben haben wir Diamanten. Hier haben wir das 56er und, bin mir nicht so sicher. Hoffen wir einfach mal auf das Beste und starten jetzt. So, wie waren denn die Shortcuts? Nee, halt, Moment. Erstmal brauchen wir einen Wünschelroutengänger, zwei Wünschelroutengänger, drei Wünschelroutengänger, so wie immer. Und? Ja, du hast doch was. Ich baue mal gleich zum Anfang hier ein Silo hin. Dass wir keinen Platz verschwenden. Zack. Okay. Einmal komplett über die ganze Welt rüber. Na gut, okay. Dann machen wir das so. Nehme ich das hier und fahre darüber? Ich glaube, ich mache das sogar. Dann können wir uns ein paar Silos sparen. Aber wir brauchen definitiv Geld. Das nicht doch jetzt schon. Eins, zwei nehme ich gerne. Vielleicht hätten wir doch diese 60% nehmen sollen. Du hast nichts gefunden. Dann gehen wir noch ein wenig tiefer. Du hast immer noch nichts gefunden. Dann gehen wir noch ein wenig tiefer. Da haben wir es. Das ist viel. Naja. Da bin ich aber Besseres gewohnt, ehrlich gesagt. So. Eins. Zwei dafür. Wir verkaufen natürlich für 1,05 $. Es geht rasant bergab. Na komm, verkauft noch ein bisschen. Und da unten sehe ich doch auch schon das nächste vorkommen. Yay, okay. Das sieht nach einem ziemlich guten aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir lassen mal hier so ein bisschen laufen und schauen mal, wie schnell das abgebaut wird. 87 Cent. Die Preise sehen echt nicht gut aus. Und rechts geht auch noch runter. Na naja, gut, okay. Ich würde noch einen Wünschelroutengänger. Nee, okay. Wir verkaufen bei Ride Inc. So, dann haben wir zwei ungefähr gleich über die Karte verteilt. Vielleicht hätten wir erstmal das hier nehmen sollen. Was soll's? 75 Cent. Naja, okay. Zum Anfang 75 Cent. Wow, genau getroffen. Sehr, sehr gut. Wir brauchen noch ein Darlehen. Weil wir noch drei Pferde brauchen. So, mal schauen, ob wir hier jetzt auch noch was finden. Das sah nicht gut aus. Aber vielleicht ein bisschen tiefer. Vielleicht noch ein ganz kleines bisschen tiefer. Ja, da haben wir es doch. Sehr schön. Und das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Könnte es eventuell sein, dass wir einen guten Platz hier erwischt haben? Ich mag es kaum glauben. Da ist was. Schauen wir mal schnell rein, wie groß das ist. Wow, okay, das upgraden wir aber sofort.
Aber sofort machen wir das. Das hier sieht auch relativ groß aus. Oh, wow. Wow, wow, wow. Okay, das fängt ja super an. Und da wir jetzt drei haben, nehmen wir mal hier von diesem Turm aus und schauen, was es da noch so gibt. Du suchst und suchst und suchst und findest nichts. Das beunruhigt mich ein wenig. Aber andererseits, wir haben zwei. Okay, und du bist weg. Das sind anscheinend alle Ölvorkommen, die wir haben im Boden. Jo, da haben wir es. Sehr schön. So. Ja, ist relativ klein. Ich weiß nicht mal, ob es die Mühe wert war. Oh, wir verkaufen für viel zu wenig, sehe ich gerade. Das müssen wir ändern. Kein Spillage, kein das hat mir gar nicht gefallen gerade, der Sound. Das ist immer wie so ein Kreischen von irgendeiner Hexe in meinem Ohr. So fühlt es sich an. Als würde jemand mit einem Fingernagel über eine Tafel rüberkratzen. Naja. Okay, und ich würde meinen, da wir jetzt ungefähr abschätzen können, wie viel Öl hier im Boden ist, wir verkaufen nicht unter einem Dollar. Ich werde mal noch einen Wünschelrutengänger losschicken, um zu schauen, ob vielleicht doch noch irgendwas im Boden ist, was der letzte übersehen hat, weil mit der Zeit geht das ja immer weiter runter. Wow, okay, unsere Silos füllen sich wirklich sehr, sehr schnell. Hier hin. Das rüsten wir auch nochmal zweimal auf. Ich will mal schauen, ob vielleicht der letzte Wünschelrutengänger was übersehen hat, weil der Boden wird ja, je länger wir im Spiel sind, desto tiefer, also desto eine größere Fläche deckt er es ab. Nein, der ist auch weg. Das war's mit dem Öl im Boden. Bleibt uns nichts anderes übrig, als ein bisschen schneller laufen zu lassen. Oh, geil, 4 volle Silos. Das wird der Hammer, sobald wir mal einen guten Preis bekommen. Ich korrigiere mich, 5 volle Silos. So, 1,05 Dollar, das sieht eigentlich ganz gut aus. Leute, verkauft, was das Zeug hält. Oh ja, 1,30 Dollar, super. Ach, wir kriegen genau einen richtigen guten Preis. Und 98 Cent, wir sind im September. Oh, jetzt wird's schwierig. Warten wir nochmal, dass es vielleicht über 1 Dollar geht? Ja, komm, wir warten noch ein wenig. Oktober. Beides geht nach unten, das gefällt mir gar nicht. Jemine. Unser letztes Ölvorkommen pumpt immer noch. Die Preise sehen absolut beschissen aus. Ah, rechts geht langsam ein bisschen nach oben. Oh je, wir müssen verkaufen. Oh, nee. Okay, Leute. Ah, links verkauft für mehr. Verkauft, was das Zeug hält. Mein Gott, was stehst du denn da rum? Ist ja unglaublich. Oh je. Ah, je. Okay. Egal. Ach, je, na gut, okay. Wir werden keinen Bonus für all das Öl bekommen, weil wir zu dämlich waren. Ach, okay. Aber hey, Bonus für alles aufgebrauchtes Öl, immerhin. 37.000, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist ein guter Anfang. Ich beklag mich nicht. Hätte schlimmer kommen können. Und wir haben auch absolut keinen Grund, uns zu beklagen. 37.000. Ja, ich würde meinen, Konkurrenz... Was? Konkurrenz, es gibt quasi keine. Gucken wir uns gleich mal bei der Landauktion, was gibt es denn hier so? 45, wir haben tatsächlich... Ah, 44. 44 war unseres. Ja, gar nicht mal so schlecht, würde ich meinen. Ne? Aber ich glaube, wir nehmen jetzt diesen Spot hier unten. Nee, den wollen wir haben. Wir haben zuerst gesagt, dass wir den haben wollen. Deswegen nehmen wir den jetzt auch. Es könnte sein, dass wir eventuell hier einen Diamanten bekommen. Oh, hier oben sieht auch gar nicht so schlecht aus. Naja, jetzt haben wir es gekauft. Und was könnten wir uns denn noch Schönes kaufen? Einen besseren Timer. Oh ja, definitiv, das kaufen wir uns jetzt. Ansonsten beim Stall, was gibt es denn hier noch so? Schnelligkeit, Herdengröße. Ja, vielleicht brauchen wir das ja. Ich spüre, dass jetzt richtig, richtig, richtig viel Öl im Boden sein wird. So, weiß ich nicht, so ein 80er, 90er Spot vielleicht. Und was gibt's im Saloon noch so? Kyle, nicht, und dann kannst du vergessen, Kyle. Get the fuck out. Auf geht's. 3 Wünschelroutengänger und ich glaube, ich packe mal einen Maulwurf rein, vielleicht auch noch 2, sind wir mal ein bisschen cocky heute. Da haben wir jemanden, wow, okay, dokay. Wir packen mal wieder gleich zum Anfang ein Silo hin, genauso wie ein Bohrturm. Timer-Upgrade dauert jetzt länger. Ja, danke, das weiß ich auch. So, gehen wir mal hier direkt runter. Wir müssen uns natürlich 1, 2, 3 Kredite aufnehmen.
Hier packen wir auch mal ein Silo hin. Oh je, wir... Ah, wir haben es noch getroffen. Oh, und das sieht sehr schön aus. Das gefällt mir. Hier rüber. Darüber. 1000 noch. Wow, ich habe da was vergessen. Die Pferde. Die Preise sehen echt bescheiden aus. Oh, aber das Vorkommen sieht schon mal super aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen auf den Rüsten, bis die Preise ein bisschen besser sind. Hier haben wir nichts. Hier haben wir etwas. Sehr gut. Unbekannte Größe. Aber es geht relativ schnell nach unten. Deswegen bin ich jetzt noch nicht so sehr erfreut. Und hier haben wir auch noch was getroffen. Oh, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. 86 Cent, 87 Cent. Ich würde noch ein wenig warten. Ach komm, 90 ist okay. 90 ist absolut okay. So, ich denke mal, wir können das jetzt auch aufrüsten. Und vielleicht noch ein paar Wünschelroutengänger engagieren. 1, 2, 3. Ja, 3 können wir uns jetzt schon leisten. Ein paar Wagen, die brauchen wir sowieso. Du winkst dort, das gefällt mir ganz gut. Wollen wir abwarten, bis das hier erstmal leer gepumpt wurde und dann das Rohr benutzt. Das ist ein bisschen schwierig. Es geht relativ schnell nach unten, aber ich muss mal schauen, wie tief das grundsätzlich ist. Wow, und ich höre nur Pfeifen. Das ist Musik in meinem Ohren. Das macht dieses eklige... Oh je, wir haben die Bohrer-Updates noch gar nicht gekauft, ne? Oh je, 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 je. Da haben wir echt was vergessen. Naja, gut, okay. Kann man jetzt nicht ändern. Ich gehe mal mit dem hier noch hier rüber. Und ich... Ein Scanner wäre jetzt gar nicht so schlecht, damit wir nicht unbedingt auf Stein stoßen. Ja, das ist relativ teuer, aber so sehen wir auch gleich das Vorkommen und es ist komplett umschlossen. What the fuck? Aber gut, okay. Wir werden hier schon was finden. Vielleicht können wir hier ein bisschen rundherum und ja, das sieht gut aus. Und da haben wir auch gleich, wir hätten auch gleich das hier nehmen können, aber na gut, okay. Was soll's, das... Rüsten wir gleich mal auf. Wir verkaufen schon wieder für viel zu wenig. Ja. Mein Gott! Einmal drauf aufmerksam bleiben. Aber gut, okay. Kann man jetzt nicht ändern. Du verschwindest auch. Gut, dann werde ich noch 1, 2 Wünschelroutengänger engagieren. Du hast noch was gefunden. Das freut mich ungemein. Ein Scanner am besten hier so rein. Ich denke mal, hier wird das ungefähr sein. Ja, da ist es. Da ist es. Wow, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir auch mal gesehen, wie viel das hier hat. Wir verkaufen für $1,06. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben 6.000. Ich würde meinen, wir werden jetzt mal ein bisschen storen und genau abwarten, bis wir einen besseren Preis bekommen. Wir können es nicht nochmal upgraden, oder? Nee, können wir nicht. Schade, schade. Ich werde das hier mal noch upgraden. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wir das nicht rechtzeitig alle bekommen. Und das hier auch noch. Wow, das ist echt teuer. Okay, der Wünschelroutengänger hat offiziell den Platz verlassen. Damit ist all das Öl entdeckt. Ist nicht so viel. Doch, eigentlich schon. Ich werde jetzt mal nicht ein bisschen undankbar. Ja, wir haben hier ein großes, wir haben hier ein großes, da aber auch ein großes. Ein Diamant wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja, packen wir mal einen Maulwurf. Ja, vielleicht auch 2 in den Boden und vielleicht finden wir ja noch was. Brauchen wir 3 Silos? Brauchen wir noch ein weiteres Silo, ist die Frage. Ich würde meinen, ja, brauchen wir. Die Preise gehen nach unten. Mein Gott, ey, wie viele Silos haben wir denn jetzt? Aber gut, das ist jetzt unsere. Das wird halt mal jetzt eine Silo-Taktik. Wir sind am 8. Juni. Was? Ach, du winkst ja noch. Das habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. So wird hier was sein. Ah, ja. Hier vielleicht. Okay. Kriegen wir hin. Mit ein bisschen Umwegen. Wie voll ist das denn hier eigentlich noch? 27. Juli. Ja, sollten wir eigentlich schaffen. Ach, nein! Oh, ist das gemein. Okay, jetzt haben wir den Stein getroffen. Schaffen wir es hier rein?
Das wird richtig knapp. Ha! Sehr gut, wir haben das winzig kleine Loch gefunden, getroffen und jetzt können wir richtig schön Öl abpumpen. Jeha! So, jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben nicht genug Platz zum Lagern. Rechts geht ein wenig nach oben. Und ich würde mal meinen, verkaufen wir einfach. Wir finden sowieso mittlerweile Juli. Ja, 1,3 Dollar klingt doch super. Verkauft mal, meine Lieben, verkauft, was das Zeug hält. Wie viel ist denn hier noch eigentlich drin? Jede Menge. Gut, denn. Oh, bitte nicht. Naja, wir werden ja sehen, ob wir einen Stein treffen. Kein Stein, kein Stein, kein Stein, kein Stein. Sehr gut! Hiha! Wow, das ist wirklich ein Riesenvorkommen. Nee, für 89 will ich eigentlich nicht verkaufen. Links geht so langsam nach oben. Okay, verkaufen. Ist mir egal, zu dem Zeitpunkt will ich einfach bloß all das Öl aus dem Boden rausbekommen. Mein Gott, guckt euch mal dieses Vorkommen an, ey, das war ja der Wahnsinn. Oh, das geht wieder runter, okay, September. Ich würde meinen, wir warten noch ein wenig ab, September, Oktober, November, ja, komm, wir warten noch ab. Unter 90 verkaufe ich jetzt hier nicht. Ja, rechts geht rasant nach oben. 90. Okay, ist in Ordnung. 1,04 Dollar. Ja, und jetzt geht's langsam. Ja, es wird langsamer. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen. 1,09 Dollar. Peak wurde erreicht. Ist erreicht. Verkauft man so schnell, wie es geht. Und dann würde ich auch mich ganz gerne zurückziehen. 90. Links, 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 links. Alle nach links. Alle nach links. Okay, wir haben jede Menge ausgegeben. Muss ich echt zugeben, wir haben mal ein riesenschönes Vorkommen gehabt. Und halt, stopp. Stopp. So, Verpachtung rückgängig machen. Level anhalten. Das war ganz knapp. Haben wir gerade einen Diamanten übersehen? Da war doch ein Diamant, oder? Moment. Grafik, Screenshot. Ja, da war jemand. Verdammt. Na gut, aber wir haben all das Öl verbraucht. Wir haben all das Öl verkauft. Und wir haben gerade noch so rechts, gerade noch so diesen, das Level beendet. Und ich würde meinen, das war trotzdem eine relativ erfolgreiche Season, auch weil wir 13.000 ausgegeben haben. Ach, naja, gut, okay. Profite. 32.000, mal wieder weit abgeschlagen, die Konkurrenz. Kann es besser laufen? Und ich würde meinen, das war's mit dieser Folge von Turmoil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Ich war's wie immer, euer Lega und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann und yeehaw!